So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist Community Day mit Yekaboa. Wir sind diesmal sogar pünktlich am Strich. Es ist noch eine Viertelstunde Zeit, bis es losgeht und die Christel will noch kommen. Der Philippone wollte vielleicht kommen, aber so wie es aussieht, kommt er doch nicht. Der Alex hatte sich gemeldet. Ganz überraschend, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch existiert. Hat ein bisschen geschrieben mit mir heute, der wollte mit 5-6 Mann noch kommen, dazu stoßen. Jetzt haben sie sich natürlich anders überlegt, kommen doch nicht dazu. Aber Pupsi hat gesagt, komm, wir holen uns noch ein Eis. Und jetzt gibt es erst noch einen Lilifee-Eisbecher dazu. In Vorbereitung und warten, bis die Christel erscheint. Vielleicht werden wir noch einen Raid dann mit einbinden. Mal sehen. Die Cindy wollte nämlich auch gucken, ob sie einen Raid macht. Vielleicht trifft man die ja irgendwo oder die Temarana, die sieht man ja immer. Die sind eigentlich immer in jeder Folge mit dabei. Ansonsten Lilifee gönnen und ja, da würde ich sagen, geht's gleich los. So eine Kabelwirtschaft. Guck doch mal dahin, wie das da aussieht. Also kurz vor drei, wir warten jetzt natürlich, dass wir live dabei sind, wenn es 15 Uhr losgeht. Und dann muss ich schnell überall die Eier mal anmachen, weil wir diesmal auch mal das Community Egg nutzen wollen. Da sind ja einige da, die zu besten Freunden aufsteigen. Habe ich bisher immer versemmelt. Ah, 15 Uhr. Das bimmelt gar nicht. Aber da ist schon ein Gagabur. Also erstmal das Ei anmachen. Und die anderen Leute sollen dann auch um 15.05 Uhr ihre Geschenke öffnen. Und wir können auch schon mal hier Lokmodule zünden. Wir haben nämlich so viel. Ich hau mal hier welche dran. 47 Stück. Können wir mal spendabel sein. So, da noch eins hin. Und da auch noch eins hin. Drehen kann ich jetzt nicht, sonst ist der eine Platz nämlich wieder fort. Wir tippen auch mal das hier an. Nichts. Nur ein Gekabor. Aber wir können jetzt schon was machen, bevor wir es nämlich vergessen. Wir entwickeln gleich mal das Gag. Hier haben wir nämlich einen 100er mit 977. Das entwickeln wir mal kurz durch. Für die Community-Attacke müsst ihr wieder Flora-Statue haben. Und dann sind ein paar Minuten vergangen. Da kann ich dann auch die Geschenke öffnen und dann müssten wir auch langsam loslaufen, sage ich mal. So, mein Lieber. Einmal und nochmal ein Reptain zu Gewaltro. Gewaltro damals eigentlich auch richtig cooles Pokémon gewesen. Haben alle gesagt, richtig guter Pflanzenangreifer. Ihr müsst euch eine Gewaltro-Armee machen. Jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber da haben wir es, das 100% Gewaltro mit der Community-Attacke. Wir werden das nochmal kurz durch. Kannst mir dann aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung. So, bitteschön, machen wir mal ein Häkchen dran. Da haben wir zuerst also die Bärbel. Die werden wir öffnen. Zack. Ich hoffe, die hat an. Das ist aufgestiegen. Den Chanst 91. Das ist der fette Fiessack. Da hoffen wir, der hat auch an. Den werden wir noch öffnen. Kutte. Ja, der hat noch ein Geschenk von mir. Der muss öffnen. Also öffnen wir noch die Maria, die heilige Maria. Wandbild als Fensterschmuck. Auch noch aufgestiegen. Der Beavy Ranger hat nix. Ich glaube, da sind noch welche dabei, die auch auf Stufe 3 gehen. Gehen wir mal kurz runter. Hi. Boah, wir schreiten hier so aggressiv durch die Gegend. Niemand. Du doch auch noch. Hä, wen wo? Hä, was macht denn der hier? Auf jeden Fall, alles was du willst, machen wir jetzt auch mal auf. Red ruhig weiter. Wir sind ganz gespannt. Kennst du den Adrian? Ibims 1 Wobby, machen wir auch noch auf. Was? Welchen? Wir holen uns den Adrian und die Cousine von dem ist mit dem zusammen. Ich kenne nur Adrian Schrimpf. Ja genau, den meine ich doch. Oh. So, das war's erstmal. Jetzt werden wir gleich mal hier abbrechen und dann laufen wir mal los und gucken, ob noch was geht. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, wir müssen ja eigentlich gucken, ob das überhaupt angenommen hat. Also da, 200.000 Erfahrungspunkte für die Mona. Da müssen wir schnell noch einen Screen machen. Ach, für die Bärbel meine ich. Junge, Junge, Junge. 200.000 für den fetten Viehsack. Müssen wir auch gleich nochmal ein Bild machen. Zack. Und nochmal.
Maria, die Heilige, die nehmen wir auch noch hier mit rein. Die restlichen werde ich dann auch abscreenen, was da noch dazu kommt. Rest müsste, glaube ich, so passen. Hier alles, was du willst, ist egal. Ist nur Hyperfreund, braucht man nicht. Ich bims ein Swobby, Hyperfreund, 100.000. Da ist gerade noch ein Tangela aufgegangen. Und ja, würde sagen, jetzt laufen wir aber los. Ein paar Stadtrunden drehen und wer zuerst einen Shiny hat, der ruft einfach. Und da ist das erste Shiny, natürlich nicht bei mir, sondern bei Pupsi, die hat das hier. Du musst das, guck mal bitte, dass du das in die Kamera hältst. Ist nämlich blöd, wirklich mit 10 Händen, also wenn man nur 9 hat, aber 10 braucht sozusagen. Was ist denn, Christel? Hast du noch keinen? Ja, die knutschen, wollen wir sie mal filmen, ne? Nein, wir laufen jetzt hier weiter. Boah, warum sieht mein Bart jetzt so füchsig aus? Das ist ja richtig hässlich. Shiny! Aber diesmal leider nicht auf dem Großen, aber auf dem Kleinen. Das sieht man bestimmt wieder nicht hier. Da irgendwo in der Ecke, da hängt es rum. Wir filmen es mal andersrum. So, genau. Nach 10 Minuten ungefähr, obwohl wir davon ja gerade mal 5 Minuten spielen, weil die anderen 5 Minuten sind wir in der Gegend rumgesessen, haben nichts gemacht. Sind gesessen, bestes Schuldeutsch. Shiny! So, mit 517 und da ist das erste auf dem großen Account. Jetzt habe ich eins auf dem großen, eins auf dem kleinen und was ist bei euch los? Nichts, gut. Wir warten nämlich jetzt trotzdem. Der Alex hat doch geschrieben, er kommt noch nachträglich dazu. Die Themaraner sind auch gerade vorbeigewuselt. Da freue ich mich natürlich wieder mega. Und mal gucken, wann der Alex aufschlägt und wen er alles mitbringt und alles im Schlepptau hat. Aber wir gehen erstmal weiter. Fangen muss ich es ja auch noch, ohne Hände. Kurzer Zwischenstand nochmal, jetzt bin ich auch mit Kutte 1312 aufgestiegen, so beste Freunde, aber war so in Rage, das habe ich einfach weggedrückt, jetzt habe ich nicht mal den Screenshot davon. Und der Kleine hat eben auch noch einen Shiny bekommen, hat jetzt schon 2, also ich glaube, ich mache den Großen aus, spiele nur noch mit dem weiter, dann passt es. Einfach vorbeigeschlichen, guck, da seh das. Nee, egal, auf jeden Fall, jetzt natürlich weiter. Wir sind gerade mal... Guck mal, es ist schon fast eine halbe Stunde um und wir sind gerade mal 5 Meter weit gekommen, aber... Shiny! Und da ist es, das zweite Shiny auf dem Hauptaccount. Und Alex, seine Truppe ist auch angekommen, aber die verabschieden sich gleich mal. Die müssen nämlich zum Rewe. Was sie da machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nee, Spaß. Das bleibt geheim. Ja, ich muss ja... Warte, wir wollten nach oben. Wir laufen jetzt mal da hoch. Bis gleich. So, nee, wir müssen da hoch. Jetzt habe ich es nämlich wieder verrafft. 273. Das ist nicht krass. Da muss ich noch mal das Höhere holen und das wird dann entwickelt am Ende natürlich. Mal gucken, für den Brein soll ich auch noch ein paar mitnehmen, das machen wir auch. Kein Ding, haben wir jetzt schon insgesamt 5, werden bestimmt noch mehr. Hey, warte mal, hier ist irgendwas. Buh, und da ist er zurück und die Christel hat mir die Mütze weggenommen, weil es ist ja viel zu warm für Mützen, aber ich muss sie natürlich. Da ist nämlich das nächste Shiny parat mit 431. Und wie ihr seht, da unten war das eine, hier ist das nächste, also das sind vielleicht gerade mal 10 Meter und da ging es schon direkt weiter. Gerade die Chantalle noch vorbei, noch hier grüßt und die was? Das ist weg. Da ist was es ist wieder. Denn? Was ist denn das? Ich sehe doch nichts. Ein Celebrity. Celebrity Deathmatch. Nein, ein Celebi. Die holt jetzt ihr Celebi ab. Also, wo lebt die denn? Die hat wirklich Winterpause gemacht. Das kann man so sagen. Ich kann euch sogar mal hier herstellen. Maestro. Wie fange ich das? Und hier mein Ramon? Gigabohrfang. Wie fange ich das? Ja, du musst 3 Bälle drauf werfen und es kommt 2-mal raus. Und wenn es 2-mal rausgekommen ist, beim 3. Mal bleibt es drin. So ungefähr. Ja, wenn die Bälle mal drauf. Wie ich sehe, triffst es nicht mal. Da können wir einen Hong fragen. Der hat nämlich 200 Bälle geworfen und hat es nicht gekriegt. Und hat sich dann gefragt, wie das geht. Der hat sich dann extra auf sein anderes Handy angemeldet. Ja. Damit er es fangen kann, weil das mit dem irgendwie nicht funktioniert ja, hat. Ja, mit meinem auch nicht. Ja, das kannst du ja mal ausprobieren. So. Das war's. Ob sie das Celebi kriegt oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Shiny! Warte mal, hier. Kacklappen, habt das gehört? Richtig genial. Nee, ist gar kein Shiny. Ist nur ein Kindwurm, ne? Ja, wirklich? Okay, cool. Kacklappen.
Spielst mit kleinen Kindern, hä? Kackler. Nein, alles cool. Ist auf jeden Fall kein Schein, ist nur ein Kindwurm, alles gut. Aha, und da die Sekte ist auch dabei. Hallo. So, wir haben den Alex aber immer noch nicht wiedergefunden. Seitdem er zum Rewe wollte, ist er wahrscheinlich ausgestorben, wie ein Dinosaurier. Mit seiner Gang. Da war die Sekte auch dabei. Max und Franz und Co. Meine Freundin, ich muss auf deine Freundin warten. Ja, nee, die weiß ja, wo ich wohne. Tschüss. Hallo. Shiny! Und da ist das Vierte auf dem Großen. Obwohl der, glaube ich, bisher auch die wenigsten hat. Denn die anderen haben alle irgendwie, weiß ich nicht, Pupsi rastet komplett aus. Sie hat immer zu alle 5 Minuten einen Shiny oder so. Die hat jetzt, wie viel hast du insgesamt? 10. Insgesamt 10. Bei mir 4 jetzt auf dem Großen. Auf dem Kleinen geht auch einiges. Also da ist auch immer zu was drauf. Jetzt wollen wir fix noch zu dem 5er-Raid laufen. Den vielleicht noch mitmachen. Mit dem Alex, seiner Sekte, die wird uns natürlich unterstützen, obwohl mit 8 Accounts hätten wir es ja sicherlich auch so geschafft. Glaube ich fest dran. Aber mal gucken, noch ein gutes Dialga mitgenommen, habe ich nämlich noch gar kein gutes, ist mir aufgefallen. Und ja, dann sind es immer noch 1,5 Stunden und da kann immer noch viel passieren. Jetzt kommen sie ja, oh, sind wir doch so, noch Füchse, Fuchs, nicht Füchs. Der Füchs, wie mein Bart, der vorhin so füchsig ausgesehen hat. Jetzt schnell noch den 5er mitgenommen am Löwen. Der Thomas hat gesagt, er will lieber extra hoch zum Schwimmbad. Der möchte nämlich den 1er-Raid machen, ob er den schafft. Nein, er will natürlich sich einen Pass angeln, weil das ist ja hier keine X-Raid-Arena. Oben schon. Wir waren natürlich wieder mal zu viele Leute in der Lobby, weil da hinten, das sind nämlich die Temaraner und das sind die Schleusinger. Nee, die sind gar nicht mehr da. Und hier auch eine ganze Traube da und die Christel, die frisst schon wieder. Die muss den ganzen Tag nur essen und die Sonne brennt und jetzt geht's gleich los. Natürlich Machomai-Armee, nicht vergessen, immer gut gegen die Alga. Und dann sehen wir uns nach dem Raid und gucken, ob es ein gutes ist. So, bei mir war es leider nicht so gut, nur 22,40, aber auf dem kleinen Account ein 23,2. Ich weiß nicht, ob man das sieht, die Sonne ist so genial. Ist, glaube ich, ein 98er, wir bewerten es mal kurz. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen, Angriff, auch Verteidigung, klasse. Die besten, die ich je gesehen habe, also 2 Werte auf 15. Richtig genial, so muss es sein. Müsste ich mir rübertauschen, aber dann wäre die WP auch wieder anders. Was ist denn? Hör auf, immer so zu reden. Ich raste komplett aus. Ihr lenkt mich voll ab. Gut, bis gleich. Wir haben ja noch 1 Stunde 20 Minuten. Da werden wir sicherlich noch ein paar Shinies bekommen. Shiny! Und da ist das 5. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall immer hier, wenn man beim Caritas durch die Gas läuft. Habe ich vorhin meins bekommen. Bei der 2. Runde Pupsi erst bekommen. Jetzt ist meins bekommen. Jetzt ist Pupsi auch noch weg. Habe ich gemerkt, eben was er noch neben mir hat, irgendwas erzählt. Und jetzt weg. Hey, auf zu schubsen, oder? Okay. Ich fange es erstmal und dann. Die anderen sind jetzt auch wieder zerstreut und. Oh. Und das Celebi wurde immer noch nicht gefangen. Das war's auch, das Celebi, genau. Das müssen wir am Ende natürlich noch machen. Beim Best-of. Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man sagen. Warte mal hier, die Sonne ist schon wieder so richtig krass. Denn wir sind schon wieder in der Caritas-Gasse und da ist schon wieder das nächste Shiny, immer wenn man hier durchläuft. Am Anfang habe ich noch gesagt, wir kommen zur Caritas-Gasse, da muss das nächste Shiny kommen. Plötzlich kam eins auf dem Kleinen, plötzlich kam eins auf dem anderen Kleinen und jetzt auch noch beim Großen, pünktlich beim Verlassen der Gasse. So muss es sein, also das 5., 6., keine Ahnung, immer beim Caritas vorbei, ne? Da haben die Leute Mitleid, da gibt's Shinies, holt sie euch. Shiny und das, keine Ahnung wie viel, da vielleicht 7. oder so und hier und dann ohne Worte, ne, da sagt man nichts mehr dazu, das wollen wir jetzt noch schnell einfangen, verzichten natürlich auf die goldenen Bären, damit wir nach dem Event 10.000 haben und der Beutel wieder platzt. Habe auch jetzt mein Handy abgegeben, wunderbar. Da, zeig sowas. Okay. Da, zeig sowas. Gleich 2 auf einmal, so muss es sein. Wir bewerten das auch mal. Ich habe nämlich bisher keine Hand gehabt. Okay, schlechtester Satz. Brauchen wir gar nicht bewerten. Gleich wegschicken. Und wir haben immer noch 23 Minuten und ein 5er-Raid an der X-Raid-Arena. Geht gerade auch noch auf, da unten an der Brücke. Den wollen wir dann gleich noch mitnehmen. Vielleicht passen wir diesmal alle in eine Lobby. Shiny!
Guck dir doch die WP-Zahl an. Welche hat's denn? 845. Mhm, meins hat 878. Ach, und halt ich, doch dein Maul. Ich fasse die Wand an, denn wir sind schon wieder in der Caritasgasse. Laufen hier vor, Richtung Rewe, wie vorhin, und wieder das nächste Shiny, wieder selbe Stelle sozusagen. Guck mal, der also, Junge läuft die ganze Zeit alleine rum. Ja, dann tun wir doch in deinen Rucksack. Okay. Und dann zeige ich dich an, wegen Entführung. Nee, auf jeden Fall 878, richtig hoch. Ich glaube, das ist das höchste bis jetzt. Das rennt dann. Der lächelt immer. Ja, es gibt halt die, die immer lacht und den, der immer lächelt. Gut, seit neuestem. Wie viel hat deins? 830. 830, das Auto freut sich auch, wenn die Leute mitten auf der Straße stehen. Gut, ich glaube, das wird das, was wir dann entwickeln werden, wenn ich nicht noch ein höheres im Beidel habe. Das muss ich nachher mal auschecken. Und es sind auch nur noch 10 Minuten, wir sind jetzt auf dem Weg noch zum Red. Treffen noch mal fix alle anderen. Mal gucken, ob ich noch ein paar Visagen drauf kriege, dass sie mal zeigen, wie die Ausbeute von denen so war, wie viele die bekommen haben. Dann schneiden wir das. Natürlich noch hinten rein. Ja, der Thomas ist leider schon weg, ne? Boom, und da ist das nächste Scheidi mit 879. Ich habe gesagt, wir sind gerade auf dem Weg zum Raid. Haben die anderen kurz verabschiedet. Die fahren alle mit dem Auto dahin. Die faulen Schweine. Und da kommt das nächste, weil wir sind ja immer noch in der Nähe vom Caritas. Sind nur jetzt nicht mehr oben lang, sondern laufen jetzt unten lang an der Stadtmauer. Und deswegen gleich wieder das nächste Scheidi hinterher geschmissen. Beim 879 hat das genauso viel WP wie das letzte. Das ist auf jeden Fall so ähnlich. Und wenn es das höchste ist, dann werden wir natürlich das entwickeln, anstatt das andere. Ihr seht, es wird auch schon dunkel, weil es ist ja auch schon 6 vor 6. Und der Community Day ist gleich um, aber den Raid nehmen wir natürlich noch mit. Jetzt hätten wir es noch fast vergessen. Die Christel hat auch jetzt endlich ihr Celebi gefangen. Nach dem Raid im Auto. Das wollen wir auch noch kurz zeigen hier. Zeig schon mal. Und es hat 13,63. Ja, bis 80% IV. Gut. Und wie viele Gekkabo hast du heute so bekommen? Wenn wir einmal hier sind, weißt du es aus dem Kopf? Voll die GEMA-Musik hier im Hintergrund. Was muss ich eigentlich? Schillernd. Und dann auf Fundatum. Da zeigt sie dann in der Übersicht alles an, was du so bekommen hast. Drei. Und da drei Gekkaboren. Eins hat sich schon entwickelt zu Gewaldro. Ist aber nur auf dem Account. Bei den anderen war bestimmt auch noch was dabei. Ja. So, ja, ich hab so sechs. Soll ich hier wieder raus? Ne? Was? Ich hab sechs. Sechs? Sechs? Zeig mal. Sechs? Und wir glauben das dem Herrn, der hat sechs. Dieser Mann hat sechs. Schauen Sie ihn sich an. Ah, da, ich hab sogar das doch. Heute aber nicht, oder? Nö, ist es auch. Ja, was willst du jetzt mit dem TikTok? Ja, das, aber ich schillern. Es ging gerade um Schillern. Schillern. So, noch kleines Fazit. Pupsi auf ihrem großen Account hat wie viel? Fünf Stück. Kann man da sehen. Und auf dem anderen hat sie sieben Stück bekommen. Das zeigen wir jetzt hier nicht. Braucht man ja auch nicht. Dann gucke ich gleich nochmal bei mir nach und zeige das nochmal rein. Und dann. Oh, zum Glück nicht erschrocken. Alles gut. Auf dem Ivar Mild Account sind es acht Stück geworden, wie man hier sieht. Und irgendwie ist da auch noch ein Endton. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 8 Stück, auch richtig gute Sache. Das Beste mit 688 WP. Auf dem Iversoft Account sind es 9 Stück geworden. Kann man ja auch mal sehen, da ist das Beste sogar 830 WP auf jeden Fall. Und bei dem Großen muss ich natürlich jetzt noch eins entwickeln, das Höchste nehmen wir mal dann. Aber muss ich mich noch mal umloggen, also. Und auf dem Großen Account, auf dem Iver Mütze richten scharf. Auf dem Eiverschaf sind es auch 9 Stück geworden. Jetzt brauche ich gar nicht reinzeigen. Ich habe doch den Screenrecorder an, ich Idiot. So, am Anfang sah es sehr mau aus. Da kann der Brein auf jeden Fall seine 2 Stück haben. Und der Marco, der wollte vielleicht auch eins, denn der hat keins bekommen. Dazu aber gleich, denn wir werden jetzt erstmal das Höchste entwickeln. Das ist hier oben das 879er, was ich ganz am Ende gefangen habe.
Das entwickeln wir jetzt einmal durch, damit es die Community Day Attacke hat. Flora Statue, wie gesagt, müsste das dann haben. Und ihr seht schon, die Sonne ist weg. Es sieht alles ein bisschen, naja, aus. Los, los, los! 1419, also für die 1500er Liga. Okay, warum nicht? Aber wir ziehen noch einen drauf. Das erreicht sicherlich über 2,5. Obwohl, so hoch kommt das, glaube ich, gar nicht. Vielleicht kann man das ja für die 2,5er Liga nehmen. Ein shiny Gewaltroh. Sieht ja fast aus wie Enton in diesem Eismintblau. 2370, wenn ihr das hochzieht für die 2,5er Liga. Warum nicht? Kugelsaat, Flora-Statue. Und die Geschichte von Marco. Denn er hat mich während des Community Days bestimmt 10-mal angerufen und wollte eigentlich nur wissen, wo ich bin. Und hat dann gesagt, er ist im McDöner, isst gerade was essen. Er stößt dann hinzu und ungefähr 5 vor 6, also 5 Minuten vor Ende, ist er dann hinzugestoßen. Hat dann einfach den Raid unten noch mitgemacht, hat keinen Shiny bekommen, aber dafür einen Döner gegessen. So kann man es natürlich auch machen. Deswegen Grüße gehen raus an Marco. Beim nächsten Mal vielleicht von Anfang an dabei. Wäre natürlich cool, freue ich mich. Und ja, das war's von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich. Schreibt mal rein, wie euer Community Day verlaufen ist, wie viele Gekka-Boy ihr gefangen habt in Shiny, was euer Bestes war. Habt ihr auch einen 100er entwickelt? Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, der erschöpfte Ramses. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, da bin ich nochmal kurz zurück, denn fast hätte ich noch was vergessen. Denn der Alex, der heute geschrieben hat, er kommt mit 6-7 Mann daher. Dann hat er geschrieben, ja, wir schaffen es doch nicht, wir bleiben lieber hier. Und dann hat er geschrieben, ja, wir sind auf dem Weg, wir kommen doch noch hin. Der wollte mir auch noch zeigen, was er gefangen hat, musste dann aber los, weil die Truppe von ihm schon spät dran war und die waren ein bisschen unter Zeitdruck. Und er hat mir jetzt noch einen Screen natürlich geschickt mit dem, was er gekriegt hat. Und das waren einfach 3 Stück, die wollte ich natürlich nicht vergessen hier, 3 Gekka-Boar. Und das, was da drunter ist, das Ho-Oh, also das ist ja die Krönung, ein 100%iges Shiny Ho-Oh. Richtig coole Sache, hat er aber aus der Feldforschung bekommen. Haben wir gar nicht gesehen, alles klang still und heimlich, heimlich, still und leise, wie auch immer. Er hat sich sogar hier beschrieben, 64, 48 und 81% waren seine. Also ich würde sagen, trotzdem war sehr erfolgreich. Viele haben wenig gespielt und viel bekommen. Andere haben viel gespielt, wenig bekommen. Bei uns war es relativ ausgewogen und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten und bin gespannt, was das nächste wird und hoffe, dass endlich Kindwurm kommt. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Tschüss.